Da wären wir. Jetzt, du hast ja, begleiteter Mann, hast du ja keine Aufgabe. Du darfst einfach dir auswählen, was du brauchst. Das Einzige, was ist, du malst mit der linken Hand. Und alles andere kannst du machen, gerade wie du willst. Du kannst ein Thema nehmen, wenn du willst, aber du kannst auch einfach mit einer Karte anfangen und machen. Okay. Gut. Gut. Und dann hat es Schellen, wo du kannst Farben reinlegen, wenn du von oben willst. Hier unten hat es noch gemischte Farben. Jedes Gefühl haben, das kommt. Das Gefühl ist auf deiner Brust, bist du bei dir und die Augen sind auf dem Bild. Das ist gut. Genau so. Und einfach schauen, was da passiert. Langsamkeit ist eines der wichtigsten Elemente in dieser Methode. Das Gehirn reagiert auf Schnelligkeit immer mit Angst und auf Langsamkeit nimmt es an, es muss nichts machen. Das Zweite, was merkwürdig ist, ich rede von nicht in die Bewegung gehen. Das heisst nicht, man muss sich ja bewegen beim Malen, aber es heisst nicht hin und her oder rundherum. Es sollen keine automatischen Bewegungen sein, sondern jede soll bewusst sein. Wir suchen das, was die Leute bis jetzt nicht so richtig haben können wahrnehmen, in sich selber wahrzunehmen. Das heisst, das ist eine langsame und eine stille Arbeit. Am Anfang ist das manchmal nicht möglich, aber mit der Zeit merkt die Malende selber, wie sie stiller wird, inniger wird und besser schaut, was sie eigentlich macht. Gedanken, was es könnte sein. Jetzt ist für mich kein Vogel, jetzt könnte auch so ein Indianer, Indianerschmuck. Das könnte so sein. Es muss nicht etwas sein, aber es kann das werden. Also ich finde, es kommt jetzt mehr Kraft über. Ja. Mehr ein bisschen, es ist ein bisschen verrückter als am Anfang. Es war am Anfang noch ein bisschen brav gewesen, so in der Form. Genau. Und jetzt hat es ein bisschen wieder. Aber es kommt auch wieder an dir. Ja. Ja. Ja, das ist gut. Solange du anmalst, trotzdem ist alles gut. Meine Aufgabe als Maltherapeutin ist wirklich, die Arbeit zu begleiten, intensiv, manchmal mit etwas sagen, aber meistens mit einfach mitschauen. Die Leute kommen zu mir ins Malatelier, weil sie zutiefst in ihnen spüren, es gibt irgendetwas, das sich verwirklichen will und ich weiss nicht, was es ist. Und ich habe ein bisschen Angst davor und es geht doch nicht. Und solche Gedanken. Wenn Sie ins Malatelier kommen, brauchen Sie also etwas, das von außen kommt, weil von innen sind Sie genau bis an die Schwelle des Malateliers gekommen. Sie brauchen eine Ermutigung, dort zu bleiben, wo Sie noch nicht so recht wissen oder überhaupt nicht wissen. Wie wirkt es, dass es dich?
Ja, es hat eine starke Wirkung auf mich, weil sie so wie, verschiedene Kontraste, eigentlich das, was ich am Anfang gedacht habe, könnte spannend sein, aber nicht wissen, wie ich es machen könnte, ist jetzt wie passiert. Ja. Also, wie so, ja, also einerseits das Runde, andererseits das Spitzige, das ist so, es hat eine Dynamik. Es hat eine Dynamik, also, hast du wählen? Und wo jetzt automatisch kam, ist ja, ich hätte nie gedacht, dass das mit dem Schwarzen wird arbeiten oder so. Ja, Beispiel. Genau. Mhm. Ist gut. Ja, ist gut. Sind wir fertig? Ja. Ja. Super. Sehr gut.